Hallo! Hi! Daniel und Carrie hier und wir fahren heute nach Chemnitz und wir nehmen euch mit. Da waren ja letzte Woche jede Menge Aufstände und Krawalle. Ja. Und heute findet da ein Soli-Konzert statt, gegen rechts, und sind einige Bands. Ja, mit dabei sind die Toten Hosen, Materia, Casper, Kraftklub, die haben das Ganze mit organisiert. Und wer ist noch dabei? Trettmann, Nura von den Sixen ist dabei und Feine Sahne Fischfilet für alle Punk-Fans unter uns. Genau, und wir nehmen euch da heute mit hin, weil wir wollen natürlich auch zeigen, wir sind mehr, ne? Dieser ganze Mob, der da in den letzten Tagen durch die Straßen gezogen ist und einfach, ja, weiß ich nicht. Da muss man zeigen, dass man dagegen ist. Und deswegen. Ja, und für alle, die heute nicht nach Chemnitz fahren können, wir nehmen euch mit hier bei Social Media. Und um 15 Uhr gibt es dann auch hier eine Live-Schalte bei Instagram zur PK-Pressekonferenz. Genau, die ist nämlich dann in der Stadthalle und zwar mit allen Bands, die da mit dabei sind. Die werden ein Statement verlesen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in Chemnitz angekommen. Wir stehen hier vor der Stadthalle. Da wird in genau einer Stunde jetzt die große Pressekonferenz stattfinden. Nicht vergessen, Livestream kommt ab 15 Uhr dann hier Flo Kerschen Show Instagram-Seite. Heute passiert ist auch ein Teil Musikgeschichte, so, ne? Auch wenn das irgendwie ganz schön so hochgewirkt ist. Das ist ein Teil Musikgeschichte, was hier passiert, und das wird auch immer mit Chemnitz in Verbindung sein. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Hello, also die Pressekonferenz ist jetzt rum. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Wir schauen jetzt mal, dass wir recht fix zum Veranstaltungsort kommen, damit wir die Schweigeminute, die um 17 Uhr stattfindet, mitbekommen. Ansonsten Pressekonferenz, Kelly, was ist dir im Kopf geblieben? Ja, also für die Musiker ist das auf jeden Fall ein sehr persönliches Anliegen. Die sind auch nicht extra gekommen, um hier Party zu machen, sondern um ganz klar Stellung zu beziehen, und rufen auch auf, wer noch in der Nähe ist, auf jeden Fall vorbeikommen. Die sind ganz, ganz wichtig, und ja, wir sind mehr. Also wir sind jetzt hier an der Event Location und es ist echt krass, was hier abgeht. Achtung! Hallo, again, hello, hello. Hier hat gerade Kraftklub gespielt, war eine schöne Show, jetzt gehen ein paar Menschen. Ansonsten ist noch alles sehr friedlich, aber... Ja, eben gerade sind hier vorne zwei kleine Böller explodiert. Also zwei kleine Böller sind explodiert, also wirklich nichts Wildes. Aber daraufhin sofort sechs Polizisten hier rüber marschiert und haben offensichtlich auch gleich jemanden zur Raison gezogen. Also abgesichert ist es hier auf jeden Fall. Letzte Zahl, 50.000 Leute sind da und jetzt spielt gerade Materia, aber unmöglich, da irgendwie vorzukommen. Also die Bühne ist mega weit weg und es ist bumsvoll. Wir sind hier! Es war friedlich. Ja. 70.000 Leute waren hier und war ein Mega-Event. Vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind oder auch zugeguckt haben. Ja, es war unglaublich. Und Fun Fact am Rande, wir haben gerade eben mit einem Polizisten gesprochen und der hat gesagt, es sei so friedlich gewesen. Die Frage, die er am häufigsten gestellt bekommen hat, war, wann fährt der Bus und wo bist du? Und ich glaube, das spricht für sich. Gute Nachrichten. Gute Nacht euch. Gute Nacht. So